よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ich hab kurz vergessen, wie nochmal der Titel heißt. Ich bin das letzte Mal. Genau, also hier bin ich so oder so rausgekommen. Ich bin das letzte Mal bei den Hauptraum. Die obersten Türen bin ich alle abgegangen. Und kam nur bei einem weiter. Und das war das, wo ich das vorletzte Mal versehentlich reingegangen bin. Das war das mit dieser eine Falle. Mit der Steinkugel. Wo ich dann auch ein bisschen gebraucht hatte, um rauszukommen. Ja, dann. Dann ging es weiter und bin am Ende hier rausgekommen. Den Rest, also was jetzt, als ich dann da weiterkam und wieder hier rauskam, wusste ich jetzt, also weiß ich jetzt nicht mehr, was genau war. Ist schon wieder über eine Woche her, die Aufnahme. So, ich bin, also ich weiß, dass es hier weitergeht. Soweit ich hier durchgehe, geht es hier zu. Und hier ging es das letzte Mal auf in Offscreen. Nach der letzten Aufnahme. Und ich befinde mich genau hier, wo sich der Feuergeist befand, als ich dann da die Klappe öffnen konnte und zu dem Wasser gehen konnte. Ich möchte kurz was ausprobieren. Geht wieder hier auch das alles zu oder bleibt es offen? Es bleibt anscheinend offen. Egal. Was war hier nochmal? Stimmt, ich hatte hier eine Fackel gefunden und wusste jetzt nicht, für was sie genau war. Stimmt, ich bin auch das letzte Mal irgendwo runtergefallen, weil, ja, Lara... Ah, nee, ich weiß, was passiert ist. Ich bin irgendwie dort bei der Klappe runtergefallen, als ich da versucht hatte, die Fackel anzuzünden. Aber dann ist sie irgendwie weggeglitscht und, ja, dann ist sie runtergefallen. Kann ich irgendwas machen? No? Das ist mir doch viel zu auffällig. Also hier muss ich irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was. Ich meine, es ist bestimmt nicht als Deko da, oder? Also da muss man irgendwas machen können. Nix. Ach, ich bin hier rausgekommen. Doch, ich bin hier rausgekommen. Ich muss hier noch irgendwas machen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Holzbalken kaputt gehen, damit ich da nach unten gehen kann. Die Laternen, die ewig an sind mit einer Kerze. Ich habe schon wieder vergessen, wie die nochmal... diese komischen Wächtern oder diese Golems heißen. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich Golems heißen. Ich google das jetzt einfach nochmal nach, wie die heißen. Solange ich das nicht weiß, nenne ich sie Golem. Tomb Raider 4. The Last Revelation. Was war nochmal Revelation auf Deutsch? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich mache Schnuppe. Hier ist das. Während das hier ladet. Genau. Ich bin jetzt hier die verschwundenen Bibliothek. Ja, das wollte ich nicht wissen, was ich noch alles brauche. Wieso werden hier die Feinde nicht aufgelistet? Bei diesem Level. Ich möchte nicht Karnak, ich möchte Alexandria. Aber bei der Poseidon-Tempel-Level werden die Gegner gelistet. Mumien und Geister. Mumien? Mumien?
Waren es nicht Skelette? Ach nein, wieso mache ich mein Handy aus? Ich brauche doch die Zeit, die ich dann im Blick haben muss. Okay, wir finden es immer noch nicht heraus, was das für Gegner sind. Und naja, dann heißen die weiterhin Golem. Und jetzt habe ich die Fackel vergessen. Wo liegt sie? Da. Wo mache ich jetzt Feuer an? Oh, ich hasse das. Hui. Die Tür war doch das letzte Mal zu, oder? Wieso muss ich das wieder auf meine Nase hochziehen, Alter? Das war vorher noch nicht so. Nee, also ganz nach unten muss ich jetzt nicht gehen. Also mit der Fackel kann ich so oder so nicht klettern. Ich meine, wenn ich jetzt mit ihr nach unten gehe und da eventuell Feuer finde, dann komme ich ja nicht mehr hoch. Beziehungsweise müsste ich dann wieder den langen Weg von diesem komischen Sonnensystem und dann diesen Feuerrätseln und so weiter alles gehen, damit ich weiterkomme. Aber da muss ich ja auch sehr oft springen und so weiter. Von hier bin ich ja eigentlich gekommen. Genau, hier war das noch. Was ist das da oben? Ist es ein Seil? Da komme ich nur wieder zurück. Oh, meine Nase. Stimmt, ich brauche ja nicht den ganzen Weg zurückzugehen. Also nach unten zu gehen und dann den ganzen Weg. Ich kann auch diesen Weg nehmen. Aber wie mache ich jetzt die Fackel an? Oder ist sie jetzt nur als Ablenkung dort? Irgendwas muss ich doch jetzt tun können. Oh, wieso kitzelt jetzt meine Nase? Also, ich mag Tomb Raider 4, es gefällt mir eigentlich. Was ich aber sehr kritisieren muss, ist mir jetzt in den letzten Parts so aufgefallen, dass man echt oft nicht weiterkommt. Beziehungsweise muss man echt irgendwie. Wo bin ich hier? Achso, man muss echt herausfinden, wo es genau weitergeht. Muss das vielleicht da oben zerstören? Die war nochmal so. Okay, um nach oben zu gehen, muss ich nach unten drücken. Und das ist für mich hier nach rückwärts gehen. Also beim Zielen. Ja, hallo, bewegst du dich jetzt mal? Mein Gott. Ich kann ja neu laden, also so ist es jetzt nicht das Problem. Wo habe ich jetzt die Fackel hingelegt?
Beziehungsweise kann ich sie ja nicht hinlegen, sondern sie wirft es ja weg. Fackel? Nein, da ist sie. Hä, wo ist denn die Fackel jetzt abgeblieben? Leg sie da? Nein. Apropos, ich habe noch eine andere Idee. Ich suche gleich die Fackel, ich gehe erstmal kurz zurück. Ich muss mir merken, wo jetzt genau dieser Gang ist. Mann, ich hasse diese Stelle hier. Hier komme ich zurück. Das heißt, das ist auf der anderen Seite. Dann gehe ich noch den falschen Weg entlang. Hallo. Nee, ich glaube, das war hier der Raum. Nope, war doch der andere. Sollte es zwar nicht runtergehen, aber okay. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Vielleicht da ein Secret? Man kann ja so oder so ein bisschen herum experimentieren. Hier oben war doch auch noch irgendwo eine Steinsäule. Gut, das funktioniert auch nicht. Was war hier? Ach, ich bin hier. Man kann ja alles ausprobieren. Also bevor ich alles wieder lade, ich lade jetzt. Guck mal, warum hat man die Fackel nicht hier drin? In diesem Inventar? Das verstehe ich nicht. Okay, gut. Die Fackel ist auch ein Objekt, den man verwenden muss. Also den kann man jetzt nicht einfach wegstecken. Aber wieso kann man jetzt nicht einfach so machen, man kann ihn so ausmachen im Wasser und dann kann man ihn auch so wie die alle anderen Objekte einpacken. Obwohl das eigentlich nicht mal möglich ist, weil sie nur einen kleinen Rucksack hat. So. Wenn ich weiter mit der Fackel... mit der Fackel, mit Dings ausprobieren, ob ich die so anzünden kann. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Gut. Also nochmal neu laden. Ja, super. Schon über 10 Minuten und ich bin immer noch nicht weitergekommen. Ohne Witz, Alexandra ist wirklich ein Problemlevel. Am Anfang hatte man noch ein bisschen den Überblick, aber seitdem mit dieser Küste
Beziehungsweise, seitdem man bei den Ruinen reingegangen ist, gibt es echt keinen Überblick mehr. Man findet nirgends einen Überblick. Ich habe eine andere Idee. Vielleicht muss ich die Brechstange nehmen. Aber es war mir irgendwie klar. Ansonsten hätte sie schon längst, also hätte sie schon längst automatisch gemacht. Ohne Witz, in diesem Level muss ich echt so oft in die Lösung schauen. Na, okay, nicht so oft, aber öfters mal. Und ja, man kommt irgendwie nicht weiter. Und jetzt laufe ich schon wieder an der Fackel vorbei. Brauche ich die Fackel vielleicht doch für unten? Bin ich jetzt? Nein. Eigentlich hat sie sich nur ein bisschen drehen, aber naja. Hier, die brennt gar nicht. Hier ist nur Wasser. Ob man mit der Fackel schwimmen kann, ich möchte es nicht ausprobieren. Am Ende ist sie komplett weg. Oder sag bloß nicht, ich bräuchte jetzt dafür den Feuergeist. Sag es. Weh, also wagt es. Dass ich jetzt den Feuergeist dafür brauche, damit die Fackel angeht. Aber dann ist hier Himmel und Hölle. Komme ich jetzt hier zurück oder? Nein, ist genau hier richtig. Die Strahlen sind weg. Also ich finde, so macht das Spiel langsam echt keinen Spaß mehr. Eigentlich ist ja Lara eine Grabräuberin. Gut, das hat noch was mit Grabrauben zu tun. Aber es ist jetzt für mich jetzt seit Alexandria. Oder seitdem ich in den Ruinen bin, ist es irgendwie nur noch ein Puzzlespiel. Und das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht der Sinn dieses Spiels. Man kann zwar hin und wieder mal Rätsel einbauen, aber richtig ein Puzzlespiel? Ich bin da schon fast bei 20 Minuten. Hat eine andere Idee, vielleicht die Fackel da durchwerfen. Bumm.
Achso, nee, ich bin ja von. War jetzt gerade mein Fehler. Ich habe mich gerade vertan in den Raum. Ich wollte eigentlich. Stimmt, ich muss auf die andere Seite rüberlaufen. Von wo kam ich das letzte Mal raus? Hier? Ja, hier. Und wenn es wirklich stimmen sollte, das mit dem Feuergeist, dann hätten die Macher, also haben die Macher einen Fehler eingebaut. Und zwar, dass man keine Möglichkeit mehr hat, die Fackel anzuzünden, wenn man sie braucht. Ja, gehst du da runter oder willst du nicht? Was ist eigentlich dort? Eigentlich gar nichts, gell? Ach so, ist nur du Dings. Oh, scheiße. Nein, jetzt darf ich wieder das Level neu starten. Andernfalls, nein, brauche ich nicht. Das ist nur fürs Resetten. Oh Mann. Dein Ernst? Das ist ja sehr weit geflogen. Kannst du dich mal bitte nur leicht drehen? Wow. Wo sind die Fackel jetzt abgeblieben? Warum ist sie jetzt da? Kann man die Fackel auch so anmachen? Kann man mit der Fackel auch so die Schlangenstatue anmachen? Natürlich nicht. Okay, man würde so raufkommen. Wo sind die Fackeln? Ist sie doch runtergefallen? Okay, jetzt habe ich die viel zu früh gedrückt. Ohne Witz, ich komme nicht mal weiter. Ich glaube nicht, dass ich das mit rein, dass ich diesen Part mit reinnehme, aber mal schauen. Dann bedanke ich mich, dass ihr trotzdem zugesehen habt. Mal schauen, ob diese Aufnahme mit reingenommen wird oder nicht. Ansonsten sehen wir uns vielleicht nach einem Cut wieder. Tschüss, Sikorski. Epischer Cut! Ja, da sind wir wieder. Also, auf diese Idee hätte man vielleicht auch drauf können. Drauf könnten. Mein Deutsch, bläh? Auf diese Idee hätte man auch drauf. Oder darauf kommen können. Krass, oder? Aber
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber bin ich nicht auf. Ne, oder nee, ich glaube, ich bin nicht draufgegangen in der. Im ersten Videoabschnitt. Jedenfalls, wie soll man bitte schon darauf kommen, dass man hier drauf gehen muss, damit diese Sachen angehen? Und jetzt können wir einfach hier machen. Ich weiß jetzt, man braucht einfach nur die Fackel darauf zu werfen. Dann jetzt brennt das plötzlich alles. Rums, bums, alles ist weg. Und danach weiß ich oder so nicht mehr, was da noch kommt. Ich habe mich gerade leicht erschrocken. So, bevor ich aber da reingehe, ist mir noch eine Sache entgangen, die mir wieder eingefallen ist. Eigentlich nur, nachdem ich das wieder angeschaut hatte, wie ich nochmal weiterkomme. Und zwar die eine. Oh Gott, Igitt. Es kam gerade ein bisschen was hoch. Und zwar genau hier. Da wo. Sag mal, bist du bescheuert? Und zwar genau diese Stelle. Und zwar habe ich gesehen im Video, da muss man einfach da auf gegen die Wand springen. Yeah, jetzt wird alles wieder in die Länge gezogen. Ich glaube, das Video wird wieder über eine halbe Stunde gehen. Übrigens weiß ich nicht, ob man alle beide anmachen muss. Ich mache das trotzdem. Für den Fall. Wollte schon sagen. Während das alles machen kann, gehe ich jetzt hier zurück. Ich glaube, jetzt ist es kaputt gegangen. Jetzt ist es kaputt gegangen. Ich habe vorhin noch ein anderes Geräusch gehört, aber das war nicht das. 12:20 ist das weiteste. 12,4, nee, das 12,3 ist das niedrigste. Nee, Quatsch, hier noch bei 11. Dann war es doch das erste, mit das niedrigste. Oder was das allerletzte gespeicherte. Oder wo am längsten nicht mehr gespeichert wurde. Warum macht sie das nicht? Wieso hält sie sich nicht fest? Nein, nicht speichern. Ich möchte laden. Denn das, was ich da das letzte Mal gesehen habe, ist ein Geheimnis. Und ich wollte dort so zurückkehren und das einzusammeln. Okay, warum ist es jetzt so die Position? Und jetzt bitte geh da ran. Aber die sollte nicht so rangehen. Ich komme trotzdem nicht dorthin. Oder doch?
Falls dieses Video doch viel länger gehen sollte als ursprünglich, dann sage ich schon mal hier Hallo Koski, was ich am Anfang durchgemacht hatte. Fick dich, du Bitch! Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Aber irgendwie möchte, dass sie gar nicht funktionieren. Du kommst dann nicht mehr nach oben. Du warst ja schon, deswegen kommst du nicht mehr dahin. Wieso hältst du dich nicht fest, Mann? Entschuldigung, wenn ich gerade so laut war. Aber es regt mich langsam auf. Sie hält sich nicht fest. Weißt du, Lara? Kannst du mich mal kreuzweise? Dann hole ich diesen Scheiß jetzt nicht. Ist ja nur Medipack und Munition. Ich scheiße auch darauf. Aber naja, das sollte so jetzt eine kleine Ergänzung zu diesem Teil sein. Ja, dann kann ich, auch wenn das Video oder dieser Videoabschnitt kürzer ist als, also jetzt fast 10 Minuten. Aber naja, ich wollte da so das zu ergänzen zu den anderen Videoabschnitt. Dann sage ich es nochmal hier, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich bin gespannt, was mich da unten erwartet. Wahrscheinlich Gegner. Mal schauen. Vielleicht auch ein Fallen. Und ja, die abonniert die anderen und abonniert dafür mich, weil das alles frisch. Ansonsten, tschüss, Koski.